Naja, so. Captain am Ruder! Im River Valley. Bin ich jetzt direkt zum... Der Colonel wartet in Albany. Was er wohl als nächstes für uns vorgesehen hat? Und? Ich dachte, ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen. Nicht mich in die Armee holen. Wir sind auf Kurs. Weit gefehlt, Shane. Aber ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen. Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, blühende Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es mit errichten? Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Und sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter. Richtig. Volle Segel setzen, Männer! Anker fallen lassen! Gut. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt bei den Templern sind. Kerngesund, nicht wahr? Ja, dank des Captains hier. Ein gutes Schiff, Captain Cormick. Danke, Colonel Monroe. Master Gist, konntet ihr mehr über die Verschwörer und ihre neuen Waffen erfahren? Ja, nur, dass sie von einem französischen Vorfluss abwärts aus operieren. Das ist nicht gerade beruhigend, oder? Wenn die Franzosen so nah ein Fort errichtet haben, planen sie vermutlich einen Angriff. New York könnte brennen. Das ist nicht so geil. Master Cormack? Ei. Genug Unschuldige sind schon gestorben. Dürfte ich vorschlagen, die Morrigan etwas aufzurüsten? Ein paar Verbesserungen und unsere Morrigan wird zu einer unschlagbaren Waffe. Und es gibt einen französischen Außenposten, wie ich zufällig erfahren habe. Das klingt hervorragend. Okay. Zum französischen Außenposten segeln. Machen wir direkt. Captain am Ruder! Welche Art Geschäft betreiben die Franzosen dort? Ist es nur Landnahme? Es hat mehr ökonomische denn geografische Gründe. Einige der Halunken werden von Feinden der Kolonien finanziert. Sie wollen die lokale Autorität untergraben. RB. Ich höre, sie bestehlen die Bürger und verkaufen Grundgüter für den 10-fachen Preis. Gehäutet wird immer der kleine Mann. Colonel, ihr und Gist scheinen so beseelt. Ist etwas in diesem Wasser oder Whisky? Warum fragt ihr danach, was zu kommen? Ich glaube, Shay kauft uns in Absicht. Ich möchte nur, dass diese Kolonien ein sicherer und blühender Ort werden. Amüsant. Ich dachte, reiche Männer suchen nur nach Profit. Grüne. Ich bin nicht reich, Master Cormack. Geld ist ein Mittel zum Zweck, kein Ziel an sich. Fracht gut von einem Wrack, Captain. Sagt ihr? Für ein Kartenspiel ist es durchaus ein Ziel. Nicht mehr weit, Captain. Los geht's. Gut, gut. Wir sind an Bord. Ab zum Außenposten. Nee. Erstmal hier hoch. Dass man da nicht hochkommt, ne? Schon schrecklich. Hallo. Ich würde gerne hier drauf gehen.
runter mit mir und ab ins Fort. Da kann ich, glaube ich, hoch. Nee. Komm ich da hoch? Ne, also muss ich irgendwie anders vor rein. Ist doch eigentlich viel zu einfach. Und keine Knallkörper. Ist rum. Gut, gut. Euch wünsche ich viel Spaß. Was? Er darf einfach so Leute abmoxen. Und ich nicht. Ach, hier ist die Kiste. Den ersten Schlüsselträger finden. Was? Es gibt mehrere? Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Charles, occupez-vous de ça. Je l'ai en joue. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Comme une vache dans un couloir. Vielen Dank für die Aufbewahrung. Wie hat der mich gesehen, obwohl ich hier drinne war? Das verstehe ich jetzt nicht. Bin doch vollkommen unsichtbar. Das ist immer so einer der schlimmsten Leute hier. Natürlich. So, wo muss ich jetzt hin? Erste Lagerhaus plündern. Okay. Eine Kugel, zwei Berserker. Das ist doch ganz vernünftig. So. Ne. Da. Du wirst auch noch mal schön sterben.
So, hier liegt noch eine Kiste rum, die ich bestimmt öffnen könnte, wenn ich genau davor stehe. Und jetzt kann ich das Lager ausplündern. Perfekt. 40 Tabak, 40 Stoff. Die Kapitänskajüte erreichen. Gut. Das ging doch ziemlich einfach. Warum denn auch nicht? Das war irgendwie ein bisschen zu einfach. Avant, je vous admirais. So. Je vous serai à jamais reconnaissant, monsieur. Plus 2 Kuh, obwohl ich nur einen genommen habe. Ah. Und einen französisch sprechenden Typen. Was ist denn das hier eigentlich? Den Fluss überqueren. Okay, das brauche ich nicht. Denn ich habe ja mein Schiff. Also. Ah. Was? Ah. Ich kann auch so das Schiff aufrüsten. Okay. Breitseitenkanonen sind eigentlich immer geil. Genauso wie stärkere Rumpfkugeln. Es ist Stein, was ich dafür brauche. Bestätigen. Ein Mörser. Bestätigen. Ah, dafür habe ich jetzt zu wenig. Das war's, glaube ich. Jetzt kann ich hier meinen Tabak verkaufen. Zack. So. Okay. Erhalten Sie LB. Weiß ich. Das weiß ich. Was ist denn das hier? Gut, und was kann ich hier machen? Monturen. Okay. Nee. Oh ja. Ich glaube, ich habe hier unten noch... Ah, alter ihr. Nee. Nee. Arno. Nee, ich lass die. Würde ich sagen.